So Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Diesmal wollen wir jetzt ja die ganzen Leute hier ausschalten und mal schauen, wie wir da das Ganze erledigen hier. Würde ich mal sagen, fangen wir einfach an. So. Ja. Ah, da oben ist jemand, so wie es aussieht. Gehen wir mal rein, würde ich sagen. Ja. Da oben. Da steht er. Da steht er. Jawohl. 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 Hat auf dem Schießstand 367 Punkte erreicht. Guter Mann. Oh, was hat denn da für eine Waffe? Ein Scharfschützengewehr. Cool. Aber hat das auch einen Schalldämpfer? Das ist die andere Frage. Sieht nicht so aus. Okay. Dann würde ich trotzdem sagen, benutzen wir es, um sie auszuschalten. So, wo haben wir einen? Wo haben wir einen? Da haben wir einen. Komisch. Komisch. Los, ich gebe dir Deckung. Ah, Hexe. Hey. Ah, also, geht. Oh je. Sie haben das Feuer eröffnet. Ist nicht cool. Au. Okay. Der hatte den Zugangscode, das ist schon mal cool. Tja, dann sollte man das Kleingedruckte mal lesen. Aua. Haben alle Uzis hier, oder wie? Oh nein, der AK. Na, AK. Okay, das scheint von unten welche zu nähern. Granate? Oh. Okay. Nehmen wir mal eine andere Waffe. Die besser ist für so Nahkämpfe hier. Okay. Ficht mit Dynamit. Klasse. Schleichen denn die anderen Jungs hier rum? Stoppt ihn! Oh, da ist einer. Ah. Nicht richtig getroffen. Los in Deckung! Alles klar. Reiß dich zusammen. Ja. Ins Bein. Oh, oh, oh. Ein Judo-Experte. Nur noch einer scheint übrig zu sein. Da kommt er schon. Bab. Ja. Das war's. Das ist cool. Wie ladet man nochmal nach? Nein, das war nicht die Taste. Das war die eindeutig die falsche Taste. Ah. Ja, was soll's denn? Holen wir uns erstmal den Code. Plattform, zu mir bitte. Ja.
Da ist ja der Code. So. Und jetzt hacken. Einhacken. Wunderbar, dürfen wir wieder etwas spielen. So, wo fangen wir denn an? Am besten hier. Okay, zwei Seiten. Drei Seiten. Okay. Ah, nein, das war jetzt gerade irgendwie unnötig. Ah, nein, war es doch nicht. Ha. Ja, wunderbar. So. Oh, da kann man alles Mögliche hacken hier. Hacken. Okay. Was läuft denn da für ein Film ab? Das sind Blooms Überwachungsfilme. Überwachen die tatsächlich Privatwohnungen? Das ist fies. Ah, entriegeln. So. Bezirkszugang freigeschaltet. Okay, bin drin. Jetzt Racine. Finden wir raus, was du über Nikki weißt. Racine. Mal sehen, wo das ist. Hab dich, Robert Racine. Fieser Typ, den schnappen wir uns. Na, gehen wir lieber den Weg zurück, den wir kennen. Lauf, Junge, lauf! Okay, Auto, ein Auto. Auto brauchen wir, ein Auto! Ah, da steht auch ein schönes Auto. Ah, wunderbar. Ja, Musik aus, ja. Das Gangversteck, das holen wir uns jetzt zuerst. Aber ich würde sagen, als allererstes holen wir uns etwas Geld. Das ist natürlich ganz praktisch. So, was haben wir denn da? 1020 Dollar. Würde ich auch immer gern so abheben können. So, Gangversteck. So viele Arschlöcher streiten sich um die Abfälle, dass ehrliche Leute einfach keine Chance mehr haben. Da muss mal jemand ein Zeichen setzen. Und das bin wohl ich. Vollständiges Tutorial ansehen. Sollen wir das? Ja, komm, machen wir. Wie Sie Gangverstecke finden. Sie müssen Zielpersonen finden und mit einem nicht tödlichen Takedown einschüchtern. Spüren Sie Ihre Ziele mit Hilfe des Profilers auf. Benutzen Sie einen nicht tödlichen Takedown, um das Ziel oder die Ziele auszuschalten. Finden Sie Hinweise auf Gangverstecke, indem Sie Profile von Zivilisten anlegen und sie hacken. Okay, dann wollen wir das doch mal tun. Warum läuft da eigentlich gerade Musik im Hintergrund? Das macht nur wieder Stress mit der GEMA hier. Aber ich kann ja nichts dafür, das kann ich ja schlecht ausschalten. Ah, da sind wir ja schon. Da lohnt es nicht mal, das Radio auszuschalten. So. Gehen wir mal auf die Kameras und finden mal den Typen. So, das ist er schon mal nicht.
Da haben wir noch eine Kamera. Da hinten ist es auch nicht. Gehen wir mal auf die Kamera rüber. Der ist es auch nicht. Einstweilige Verfügung, okay. Wer gerne Astronaut? Wer wäre das nicht? So. Okay. Gehen wir mal in die Kamera da rein. Reiste Küste nach Belfast. Da hinten ist es auch nicht. Sag mal, wo ist denn der Junge? War früher bei der CIA. Oder was? Ja, oder CIA. So. Das sind ja alles nicht die, wo ich suche. Ah, da hinten gehen wir nochmal auf die Kamera. Da unten ist er auch nicht. Ah, da ist er ja. Den muss ich niederschlagen. Okay. Ein begnadeter Pianist. Hoffe, dass es danach auch noch ist. Ja. Okay. Ist nur die Frage, wie komme ich am besten an den ran? Das ist die Frage. Probieren wir es einfach mal, oder? Würde ich sagen. Ja. Wie lenke ich die jetzt nur alle ab? Das ist die Frage. Ja, komm, gehen wir doch mal vorwärts. So. Bisschen ablenken. Der Typ achtet nicht auf mich, das ist doch schon mal gut. Aber jetzt achtet er doch auf mich. So. Rockmusik in lokaler Bibliothek. Okay, so. Zack. Das ist nicht cool. So, jetzt muss ich den fangen. Hoffentlich kommt er in meine Richtung. Ah. Nicht ganz, aber trotzdem, den schnappe ich mir. Ja. So, jetzt töten sie alle Clubmitglieder oder fliehen sie? Würde ich mal sagen, fliehen wir, da unser Auto eh schon hier steht. Ja, denkst du? So. Brücke hoch, dann können die mir auch nicht folgen. Ich bin schon ein Profi. So. Jetzt schön mal die Fortschrittsbelohnungen anschauen, würde ich sagen hier. Okay. Ah, Nebenmission. AK-47 bekannt für Haltbarkeit und elegante Schlichtheit. Okay. So, schnelles Nachladen. Ah, okay, da muss ich mehr von den Aufträgen erledigen, so wie es aussieht. Das ist jetzt bei erkannte Verbrechen. Chrome. 10 Kriminelle. Okay. Das ist natürlich... Na gut, Menschenhandel? Ja, egal. Ja, ich wollte Fähigkeiten, wollte ich nachschauen. Ja, genau. Okay. Defensiver Fahrer, reduziert erlittenen Schaden bei Zusammenstößen. Das bräuchte ich eigentlich wirklich, aber das lassen wir jetzt erstmal. Hergestelltes Focus Boost. Eine Pille, die eine massive, sofortige Fokuserholung bietet. Nimmt er Drogen oder wie? Drogen sind aber nicht gut. Junge, macht man nicht. Gemcoms, sehr populäre App. Telefongespräche zu unterbrechen ist nur der Anfang. Bringt auch die Cops zum Schweigen. Ja, sehr beliebt. Wirklich. Hm. Klingt eigentlich ganz cool. Splittergranaten tut man ja auch selber herstellen, so wie es aussieht. Okay, komm, gehen wir lieber mal einen Kampf nachschauen. So einen Kampf zu haben. Schneller Wechsel. Pyrotechniker. Okay. Sprengwiderstand. Na, ich gucke ja, wenn dann, dass ich nicht unbedingt in der Nähe von der Explosion bin. Also, verbessert der Fokus, verlängert die Dauer des Fokus. Das ist eigentlich ganz praktisch, das würde ich mal nehmen. Verlangsamer der Fokus, durch den Fokus wird die Zeit verlangsamt. Ja, was haben wir da? Selbstsprint, verringert ihre Entdeckungsrate, das ist natürlich klasse. So. Okay, das war's mit den ganzen Punkten. Und damit war's es auch mit dieser Folge. Macht's gut und schaut rein. Bis zum nächsten Mal.